Jetzt gucke ich mal. Also ich kann ja vorlesen, warum dauert das Wirken des Sitzens Jahre? Ich hörte, dass man die Wirkung der Meditation schon nach ein paar Wochen merkt. Wo ist der Unterschied? Wie so häufig, das läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Also du praktizierst das, die Wahrnehmung eines Prozesses. Du selbst bist der Prozess. Und darin wird man langsam besser. Jetzt nehmen wir mal das Gleichnis von einem Instrument. Du lernst ein Instrument. Du hast die ersten Erfolge schon nach der ersten, zweiten, dritten Stunde. Du kannst möglicherweise schon irgendein Pentatonikstück spielen. Es gibt manche Instrumente, die relativ einfach zu handeln sind, also wo man relativ schnell schon ein paar Ergebnisse kriegt. Das sind deine ersten Meditationssitzungen. Ja, und dann wirst du langsam besser. Ja? Und vieles, also deswegen nehme ich das Instrumentengleichnis, also dein Körper ist ein Instrument mit dem Geist zusammen, bloß man macht sich da niemals so Gedanken drüber, dass man dieses Instrument Körper, Geist vielleicht besser verstehen sollte, um es besser zu benutzen. Ja? Und das ist Meditation. Deswegen die Wirkung kann man gleich schon, also die ersten, besonders ganz grobe Sachen, kann man ziemlich schnell spüren. Ja? Also solltest du bist ja schon ein bisschen länger dabei jetzt, ja? Solltest schon merken, was macht meinen Alltag irgendwie ein bisschen harmonischer, ich bin ein bisschen aufgeräumter, vielleicht kann ich besser schlafen. Also solche Sachen sind Erstergebnisse. Und wie ein Instrument. Also man lernt von Mal zu Mal des Übens, von Mal zu Mal des Spielens, von Stücken immer mehr dazu. Das ist genauso beim stillen Sitzen. Und beim stillen Sitzen gibt es eben einzelne Aspekte, die sich einem mit der Zeit erschließen, die sehr grundsätzlich sind für dein Weltbild. Weiß nicht, vielleicht wird das so deutlich. Ja. Also alleine rauszufinden, dass das Verstehen anderes wird, das klingt so fluffig, wenn man mit dem ganzen Körper, also mit dieser Gefühlswelt zusammen, sich nicht treiben lässt von Gefühlen, sondern die als Zusatzinformation nimmt, also mehr in Richtung Intuition. Das setzt ja den Geist nicht aus, sondern du hast den Geist und kriegst noch eine zusätzliche Ebene, die Intention, um Entscheidungen zu fällen. Also es wird mehr. Also du erschließt mehr Rechenkapazität, wenn du so willst. Weil du eben diese nicht nur Neuronen, sondern auch diese Botenstoffe der Gefühle. Du hast dann eben auch noch diese Drucksensoren und den ganzen Kram. Also du hast mehrere Ebenen, auf denen du mit dem Körper wahrnehmen und entscheiden kannst, wenn du so willst. Und das wird mit der Zeit eben besser. Also du bist auf dem Weg, den Prozess nicht nur im Sitzen, sondern dann auch mit dieser Anwesenheit im Moment fühlen, jetzt im Alltag unterwegs zu sein. Weil je länger du deiner Praxis folgst, am Anfang hast du ziemlich schnell Ergebnisse, mit der Zeit übertragen die sich auf den Alltag, du bist aufgeräumter und kannst eben mehr anwesend auch im Alltag sein und sogar im Alltag weiter lernen in dieser Richtung. Also du bist auf dem Weg, auf so einem Lernpfad des Momentwahrnehmens und die Praxis geht weg von dem, also du hast das Kissen, ne, diese Sessions,
langsam kommt der Alltag mit dazu und dann bist du auf einem Weg des Lernens und der hört dann erst auf, wenn du stirbst. Hm. Und da gibt es eben sehr profunde Sachen zu lernen, wenn du so willst. Und die, also diese profunden Sachen zeigen sich dann eben erst mit weiterer Praxis. Das Gleichnis vom Instrument, ne, ist da am besten, du lernst immer mehr, kannst komplexere Stücke spielen oder kannst besser, kannst noch subtilere Ausdrucksgeschichten spielen mit deinem Instrument und so. Du lernst facettenreicher damit umzugehen. Und das ist oft das Instrument, du selber, was du selber ja bist, auch passend eigentlich. Genug. Es gibt noch eine Frage.